Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. In der letzten Folge haben wir uns eine ganze Weile hier mit diesem Ding vergnügt. Jetzt mittlerweile haben es natürlich nicht geschafft. Jetzt habe ich eigentlich auch keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen lassen wir das und gehen mal gucken, ob wir Ines finden. Ines ist ja eine Magierin, eine Botanikerin, die hier irgendwo im Vedernwald ist. Und wir haben den Auftrag von Win bekommen. Wir müssen Ines finden, weil es mal wieder eine Besprechung des Rat oder des Zirkels der Magier gibt. Und da sollte Ines dabei sein. Auch ansonsten haben wir hier im Vedernwald noch so einiges zu erledigen. Und zuallererst gehen wir aber erstmal Ines suchen. So. Upsa. Jo, wer bist du? Wilder Waldgeist. Und du bist auch irgendjemand, glaube ich, der... So, dann machen wir aus dir erstmal Stein, mein Freund. Mal gucken, ob du widerstehst. Zerborsten. So, wunderbar. Und da ist noch einer. Da ist der Ewige. Gut, komm, dann hauen wir einfach alle mal drauf. Oh, ich bin gefangen. Hallo. Komm, so, eisige Umarmung. Und die Blitze. Komm. Der Ewige. Sehr schön. Oh, Gren. So, der Ewige. Und dann nehmen wir Kernholz. Ein großes Stück Holz aus dem Kern eines mächtigen Waldgeistes. So, mein lieber Waldgeist. Dich haben wir jetzt. Und da oben ist auch Ines. Da sehe ich das Questzeichen. Also dann laufen wir kurz zu Ines. Gucken mal hier. Todeswurzel, Leichnam. Dann gehen wir vielleicht erst kurz zu diesem Leichnam. Schröpfen den ganz kurz. Leichnam. Nietenbesetzte Lederstiefel brauchen wir nicht. Bronzesextant. Den nehmen wir mit. So, okay. Dann unterhalten wir uns jetzt mit Ines und sagen ihr, dass sie zu diesem Rat gehen muss. Hallo, Ines. Ihr steht in meiner Erde. Entschuldigung. Oh. Tut mir leid. Es soll euch nicht leid tun. Ihr sollt da weggehen. Ich habe diese Erde speziell für meine Pflanzen vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die Samen finden. Und auch das ist nur eine Frage der Zeit. Oh, seid ihr Ines, die Botanikerin? Ihr habt also von mir gehört? Ja. Habt ihr etwa eines meiner Bücher gelesen? Nee. Win sagte, ich soll mich auf die Suche nach euch machen. Was will sie denn jetzt? Ich soll doch nicht etwa schon wieder irgendwelche stumpfsinnigen Schüler ausbilden, oder? Sie hat Aldred immer wieder mit seiner Pflicht gegenüber den Schülern genervt, obwohl er einfach nur seine Ruhe haben wollte. Ja, so ist Kein Win. Wunder, dass er wahnsinnig geworden ist und versucht hat, alle zu töten. Ja, so ist Win ganz einfach. Man kann es nicht ändern. Win ist einfach eine Pflichtversessene. Aber Ines, du bist auch nicht von schlechten Eltern. Okay, der Rat der Magi kommt zusammen und sie möchte, dass ihr dem beiwohnt. So, so. Ich soll also alles stehen und liegen lassen, um zu tun, was Win von mir verlangt? Es ist schon einige Zeit her, seit der Rat das letzte Mal zusammengerufen wurde. Warum jetzt? Nein, ich kann nicht gehen. Noch nicht. Oh, wieso denn nicht? Ich werde nicht aufbrechen, bevor ich nicht die Samen des nördlichen Dorngrases gefunden habe. Ich bin schon zu lange hier, um jetzt einfach aufzugeben. Oh Mann, werdet ihr nach Cumberland gehen, wenn ich die Samen für euch finde? Ja, ein weiteres Augenpaar kann wohl kaum schaden. Und solltet ihr tatsächlich Erfolg haben, kann ich bestimmt irgendeine Belohnung für euch auftreiben. Ihr müsst nach den Samen des nördlichen Dorngrases suchen. Okay. Die Pflanze hat breite, dunkelgrüne Blätter mit stacheligen Stängeln und wächst vor allem auf felsigem Untergrund. Ihr solltet nun mit der Suche beginnen. Ich muss einige Vorbereitungen treffen, bevor ich die Reise antreten kann. Okay, wunderbar. Dann gehen wir jetzt das nördliche Dornengras, beziehungsweise dessen Samen suchen. Vorher gucken wir uns hier nochmal um. Komm ich... Nö, da kann ich bloß rundherum laufen. Okay, gut, dann laufen wir mal zurück. Ich glaube zu wissen, wo es ist. Ich habe ja Awakening schon einmal durchgespielt. Also insofern, das ist da in der Nähe, wo wir das Granitvorkommen gefunden haben. Da in der Nähe ist dieses Dornengras. Das gehen wir jetzt auch ganz schnell holen, weil wir ja noch andere Quests hier zu erledigen haben. Und in dem Gebiet links runter vom Elfenlager aus waren wir noch nicht. Das werden wir jetzt dann, wenn wir das Dornengras erledigt haben, werden wir das machen. Werden wir da links runter... Aua! Werden wir da links runter gehen? Was haben wir denn hier? Da hinten ist ein Kreischer Alpha. Vielleicht können wir den zunächst mal versuchen, ins Gefängnis zu nehmen. Der hat widerstanden. Das finde ich ja reichlich doof. So, und dann geh mal hier ein bisschen... Oh, da sind noch mehr.
Das ist... Oh, da ist der Alpha. Machen wir erstmal Lebenskraft hinzu. Dann 1. Mal des Todes. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, oh, Leute. Das sieht nicht gut aus. Ich bin betäubt, wenn ich das richtig sehe. Und komm. Blitz. Und Eis. Ich glaube, ich muss einen Mana-Trank nehmen. Ich bin ja schon wieder völlig hier aus der Rolle. So. Und Eis, komm. Und noch einen Mana-Trank. Und nochmal hier einen Blitz. Dann, und jetzt kriegst du noch eine Eisfaust. So. Sind noch alle da? Jawohl, es sind noch alle da. Und es leben auch noch alle. Da sind wir ja mal froh, dass wir bloß auf normal spielen. So, Kreischer. Kreischer. Kreischer Alpha. Wow. 3 Gold. Das hat sich aber wirklich gelohnt. So, da drüben ist das Granitvorkommen. Und da in der Nähe irgendwo muss auch... Muss auch... Die... Müssen die Samen sein. Und wenn wir das haben, gehen wir da links rum. Da ist es, das nördliche Dornengras. Okay. Naja, wenn wir das haben, gehen wir erstmal zu Ines. Jawohl, so. Und jetzt geht's auf zu Ines. Bringen wir ihr die Samen, die sie so sehr begehrt, dass sie nicht zu dem wichtigen Termin kann. Also, aber was mir so aufgefallen ist, ist, dass Vin und Ines offensichtlich eine recht schwierige Beziehung haben. Aber das kann ich mir auch vorstellen, weil Vin, wie gesagt, so pflichtvergessen, so oberlehrerhaft, das kann einen schon gewaltig auf die Nerven gehen. Wobei ich Vin trotz allem sehr gerne mag, muss ich sagen. Und die Ines, ja, die ist, glaube ich, jemand, die ihren eigenen Kopf hat. Und den also auch wirklich mit Macht verteidigt. So, Ines, da ist es. Und die sich von Vin, glaube ich, nichts sagen lassen möchte. Und, hattet ihr Glück? Ja. Habt ihr nördliches Dorngras gefunden? Ja, da sind sie. Ausgezeichnet. Seht sie euch an. Mhm. Sind sie nicht beeindruckend? Ja. Diese glatte Samenschale wie Onyx. Ihr, meine Liebe, habt wahrlich ein Wunder vollbracht. Ein Wunder? Okay. Na, wenn du das sagst, Ines. Hier. Ich habe euch einige Kräuterarzneien gemischt. Und hier ist auch eine Liste mit Anweisungen, damit ihr sie selbst herstellen könnt, wenn ihr möchtet. Und nun ist es Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja irgendwann erneut. Ja, wer weiß. Möglicherweise werden wir Ines wieder treffen. So, okay. Jetzt gehen wir aber nach links runter. Und was wir ja auch noch nicht angeguckt haben, ist dieses Steingemäuer. Das quasi gegenüber von den Elfenlager, das wir gefunden haben. Steht hier dieses da. Und nach wie vor haben wir ja eigentlich die Überfälle noch nicht. Also den Quest haben wir ja auch noch nicht gelöst. Das heißt, wir haben hier im Wedernwald doch noch schon so einiges zu tun. Dieses Add-on ist wirklich ein großes Add-on, das kann ich euch sagen. So, dann laufen wir mal hier runter. Da waren wir nämlich noch nicht. So, und dann gucken wir mal rum. Flechtrebe, Todeswurzel, Inschrift. Hier ist eine von diesen... Von diesen Statuen. Da müssen wir die Inschriften kopieren. Was ist da jetzt? Ah, okay. Gut. Kann ich schon angreifen? Hallo? Komm, dann nehmen wir dich erstmal ins Gefängnis. Zermalmendes Gefängnis. Steinstatue. Oh, der hat widerstanden hier. Komm, dann geben wir die einfach mit dem... Das scheint in dem Fall dann doch... So, dann haben wir sie alle. Sehr schön. Und, habt ihr was für mich? Ne, ihr habt nichts für mich. Da drüben ist Blut, Lotus und Truhe. Aber wir gehen jetzt erstmal diese Inschrift kopieren. Da müssen wir ja, ich weiß nicht, wie viel das sind. 6 oder 8 oder so. So, und die Flechtrebe, nein, die fasse ich jetzt nicht mehr an. Die Todeswurzel brauche ich nicht. Statue mit Inschrift. So, du fertigst eine Kopie der Inschrift an. Wunderbar. Okay, G. So, dann gehen wir hier mal weiter. Da drüben ist nämlich nochmal eine. Dann nehmen wir die auch mit. Und mal gucken, wie viel Statue mit Inschrift. So, wie viel brauchen wir denn noch von diesen Inschriften? Lass mal gucken. Tagebuch, Wedernwald. Mafferatz-Monumente. So, 2 fehlen uns noch. Okay. So, und jetzt waren irgendwo... Leichnam der dunklen Brut, verkohlter Leichnam. Jetzt laufen wir mal da runter.
Oh, nee, ey. Guckt euch das an. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Alle tot. Also die dunkle Brut macht hier ja auch rum. So, verkohlter. Ein Feuerpfeil. Feuerpfeil ist schön. Nehmen wir mit. Was? Hast du noch mehr für mich? Alles nehmen. So, okay. Leichnam der dunklen Brut. Ja, da muss irgendwo die dunkle Brut... Oh, schon wieder. Alter Waldgeist. Komm, wir versuchen es nochmal mit dem Gefängnis. Und dann hauen wir mal drauf. Bist du denn der Einzige, der da ist? Und ein Blitz und damit dürfen wir es haben. Okay, ganz offensichtlich bist du der Einzige. Und du hast auch was für uns? Ah, altes Sylvanholz. Wunderbar. So, Leichnam der dunklen Brut, der liegt da unten. Und da sind Wölfe. Okay. Gut. Dann werden wir uns mal um diese Wölfe hier kümmern. Haben wir auch schon lange keine mehr gehabt. So, na komm. Und du bist der Alpha-Wolf, komm. Alpha-Verderbniswolf, komm. Und Versteinerung und Zerborsten. Nein, du bist noch nicht, du hast widerstanden. Ich glaube, ich spinne. Dann Eis. So, und nochmal ein Arkan-Bolzen. Das sollte es dann sein. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal da runter. Irgendwo war doch noch eine Kiste. Naja gut, die finden wir dann vielleicht später. Im Augenblick sehe ich sie nicht. Jetzt gehen wir mal da runter. Na, was greift jetzt an? Nochmal ein Wolf? Okay, da unten ist noch ein Wolf. Wie viele Wölfe seid ihr? Komm. Und Arkane Bolzen, ja zerfetzt du mal. Die sind aber schon ganz schön hartnäckig, muss ich sagen, dafür, dass ihr Wölfchen seid. Komm mal her da unten, Verderbniswolf, komm, Gefängnis. Und ab ins Gefängnis. Na, Ogrin, der ist irgendwie ganz schön beschäftigt. Okay, so, Leichnam der dunklen Brut, da laufen wir jetzt hin. Langschwert der dunklen Brut. Ach, was komm. Gut, aber das können wir verkaufen. Das sollten wir vielleicht nicht vergessen. Okay, dann laufen wir diesen Graben hier mal lang. Gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. Sieht mir aber nicht so aus. Nee. Okay, gut, dann wieder zurück. Und nach da oben. Wo ist... Da ist diese Kiste, oder? Ist das diese Kiste, diese Truhe? Oh, die kriegen wir ja sogar auf. Nix drin. Ja. Blutlotus, den nehmen wir vielleicht mit. Wer weiß, zu was wir den brauchen können. Oh, da muss ich wieder ganz außen rumlaufen, Martha, mach mal. So, nimm den Blutlotus mit. So, jetzt wollen wir uns mal ganz kurz das Gebiet hier angucken. Da, Leichenstapel. Da haben wir eine überlebende Milizionärin. Okay, dann laufen wir denn da mal hin. Eine überlebende Milizionärin. Wo ist da was schon wieder? Da sind doch immer noch Wölfe. Ja, glaube ich das. Oh, da sind noch mehr. Oh, schau mal einer an. Dann machen wir erstmal hier den Geistschlag. Genau. Dann laufen wir ein Stückchen zur Seite. Das sollte ja schon sein. So. Jetzt. Oh, Mann, 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 Mann. Komm mal her hier. Versteinern. Also, erscheint mir ja wirklich eine Versteinerung für so einen Verderbniswolf. Erscheint mir schon eine relativ... So, dann... Oh, der Ogrin, der... Genau, Ogrin muss gegen zwei. Ein Freudentanz. Der Ogrin hat Spaß. Scheint mir. Okay. So. Dann werden wir mal gucken Richtung... dieser Milizionärin. Da sind wir schon gelaufen. Da ist die Kiste. Ah... Alter Waldgeist. Okay. Uns nicht verausgaben. Komm. Und. Komm. Auf geht's, alter Waldgeist. Da haben wir ihn. Und jetzt sind wir aufgestiegen. Das freut mich sehr. Wir sind aufgestiegen. Juhu. Hast du was für uns? Ja. Komm nochmal, altes Holz. Genau. So. Tollkopf. Okay. Da ist die Milizionärin, aber...
Ogryn ist aufgestiegen. Der gute Ogryn ist aufgestiegen. Lass mal gucken. Du kriegst jetzt ein bisschen was auf die Willenkraft und auf die Konstitution. Ich glaube nämlich, dass das für dich gar nicht schlecht ist. Und dann wollen wir mal gucken, was wir dir hier noch so Gutes angedeihen lassen können. Kampftaktiken. Benötigt Klugheit 12. Ja gut, okay. Also dann müssen wir ihm ein bisschen Klugheit geben. Weil der hat so gut wie keine Taktiken, der Gute. Und dem sollten wir schon irgendwelche geben. So, Berserker, du darfst den letzten Streich machen. Der Berserker legt seine gesamte Ausdauer in einen einzigen Schlag und verursacht bei einem Treffer proportional zur verlorenen Ausdauer zusätzlichen Schaden. Ist das klug bei Ogryn? Das ist mal eine gute Frage. Ist das klug, mein Lieber? Champion? Kriegsschrei. Der Champion stößt einen flößenden Schrei aus, der bei Gegnern in seiner Nähe Abzüge auf Angriff verursacht. Bei Einsatz von Überlegenheit werden die Gegner außerdem zu Boden geworfen, wenn sie bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstands... Das machen wir. Okay. So, dann hat er wieder ein... Hat er ein Taktikfeld, ja? Den armen Ogryn, den habe ich irgendwie bislang echt... Oh, komm. Also muss ich doch da rumlaufen. Den armen Ogryn habe ich wirklich so ein bisschen vernachlässigt, finde ich. Oh... Spinny! Spinny, komm, dann machen wir mal... Genau. Ich bin blockiert. Na gut, aber jetzt kommen sie. So. Komm schon. Na, wo ist meine Maus? So. Oh, überwältigt. Aber da haben wir sie schon. Okay. Habt ihr was für mich? Nee. So, jetzt gehen wir mal zu dieser überlebenden Milizionärin und reden erstmal mit der. Oh Mann. Irgendwie lässt uns das ja nicht in Ruhe hier. Das ist noch mehr Spinnen. Oh, Netz. Die kann ganz schön weit, aber ich hab... also gut, zweimal kann ich nicht widerstehen. Okay, komm. Geistschlag. Und los geht's. Und Arcana Bolzen. Und dann haben wir sie auch schon. Pfeil der Zeit. Mhm. So, okay. Leichnam der dunklen Brut. So, jetzt gehen wir zu dieser Milizionärin und sprechen mit ihr. Ist da sonst noch irgendwas? Nee. Und wenn wir mal gucken, was die uns zu berichten hat, weil offensichtlich hat die was mit diesem Wedernwald-Hauptquest zu tun. Seht mich. Seht mich nicht an. Du bist doch keine Milizionärin. Hä? Wer seid ihr? Olaf. Olaf, die Milizionärin. Ich kam mit Freunden hierher, um die Elfen zu vertreiben, aber die dunkle Brut war schneller. Hm. Wir wurden zerfetzt. Scharfe Klauen und Zähne aus der Dunkelheit und dann bin ich erwacht. Inmitten von Fleisch und Knochen und Blut. Ja, wir haben es gesehen. Sie sind alle tot. Ja. Totes, weiches Fleisch, das die Erde bedeckt. Ich bin weggekrochen. Kam hierher. Ich ertrage den Anblick nicht. Das verstehe ich gut. Habt ihr die Elfen getötet? Nein. Nein, die dunkle Brut war schneller. Sie haben uns niedergemacht, unsere Waffen mitgenommen und sie ins Elfenlager gebracht. Ach, was? Es war eine List. Für uns. Für die Elfen. Jetzt denkt sie, wir seien es gewesen. Macht vor Hass. Jagt auf alle, während sie zusehen. All diese Menschen sind also nur wegen eines Missverständnisses gestorben? Bei meinem Bauer, das ist grauenhaft. Wir müssen sie aufhalten und ihr sagen, dass sie im Irrtum ist. Das sehe ich auch so. Denkt ihr, sie ist wieder in ihrem Lager? Wir könnten dort nach ihr suchen. Die Dunklen sind auch an euch interessiert. Sie beobachten euch ebenfalls. Könnt ihr sie spüren? Hm. Wisst ihr etwas über die Schwester der Elfin? Schwester? Hab ich eine Schwester? Schwester der Elfin? Nein. Wir haben sie nicht. Vermutlich tot. Oder sie wurde gefressen. Und wo ist die dunkle Brut hergekommen? Von unten. Den Seiten. Aus den Schatten.
Oh Mann, Junge, du bist infiziert mit der Verderbtheit und diese Krankheit wird dich umbringen. Ich bin schon tot. Es gibt keine Hoffnung. Mach dem ein Ende. Bitte. Wollen wir ihm irgendwie helfen? Es muss eine Möglichkeit geben, euch zu helfen. Nein, keine Hilfe. Ich muss fliehen. Oh, da hinten ist dunkle Brut. Wunderbar, schau mal einer an. Da! Dunkle Brut! So, dann erstmal gucken, ob wir da wieder einen... Was haben wir denn da so? Einen Gesandten. Da haben wir einen Gesandten. Dann werden wir mal wieder unseren beliebten Mana-Stoß anwenden, der in der Regel dazu führt, dass wir abstürzen. Wir hoffen nicht. Ja, so. Den haben wir. Jetzt bist du dran, Alpha. Mal gucken. So, und dann hauen wir auf dich mal schön weiter ein. Komm her, komm. Mein lieber Alpha. Versteinerung, er hat widerstanden. Der Böse hat widerstanden. Komm, und Lebenskraftumzug. Und meine Güte, das ist ganz schön... Da drüben ist noch einer. Komm. Eis. Okay. So, haben wir alle? Ja. Da haben wir alle, den Gesandten. Elfisches Schmuckstück. Und Kohle. Kohle ist immer gut. Wir brauchen in diesem Spiel viel Kohle. Helm der Grauen Wächter, Ausdauertrank, auch nicht schlecht. So, ich hätte diesen Herrn ja gerne erlöst, aber... Also diese... Olaf, die Milizionärin. Die keine Milizionärin war. So. Aber jetzt ist Olaf weg. Was sehr merkwürdig ist, ist, dass die dunkle Brut offensichtlich so strategisch vorgeht. Das tut sie ja normalerweise nicht. Wir wissen das, dass sie normalerweise einfach nur angeleitet wird von dem Erzdämon und nicht strategisch vorgeht. Und das ist neu. Das haben wir ja auch schon gesehen in Wiggles Wacht, wo wir plötzlich sprechende dunkle Brut hatten. Und das ist eins der Rätsel, die es hier in diesem Spiel zu lösen gibt. Aber das lösen wir nicht heute, sondern wir haben schon eine Weile gespielt, deswegen machen wir Schluss für heute. Und dann sage ich euch, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao!